Hallo ihr Lieben, heute häkeln wir zusammen dieses wunderschöne Kleidchen. Ich bin jetzt schon mal wieder öfter nach einem Kleidchen gefragt worden und jetzt war es mal wieder an der Zeit, ein Kleidchen zu häkeln. Und zwar hatte ich mir gedacht, ich häkel mal etwas ganz Schlichtes am Anfang und dann mit einem wunderschönen Abschluss hier mit diesem Muster. Da hatte ich schon mal einen Schal draus gehäkelt und das habe ich jetzt einfach hier in diesem Kleid mit eingehäkelt. Ja, wir haben hier jetzt die Größe 74,80, aber wie immer hinterlasse ich euch in der Infobox auch für alle anderen Größen, also Kindergrößen, Babygrößen, die Maschenzahl und wie ihr sie aufteilen müsst. Guckt in die Infobox rein, dafür klickt ihr auf den Titel des Videos. Dann öffnet sich das Fenster ein Stückchen weiter auf und dann könnt ihr dort unter Mehr, wenn ihr da drauf klickt, erscheint dann der ganze Text und da könnt ihr dann alles zu diesem Kleidungsstück nachlesen. Wie viel Wolle ich benötigt habe, welche Wolle ich benötigt habe und so weiter und so fort. Hier haben wir heute mit einer Dreiernadel gehäkelt. Das solltet ihr dann auch mit einem Garn, das für eine Dreiernadel geeignet ist. So, wie gesagt, Größe 74,80. Ich gebe euch mal eben schnell hier die Maße durch. Wir haben hier von Achsel bis Achsel eine Weite von ungefähr 25 cm. Und das Kleidchen hat eine gesamte Länge von der Schulter bis unten hin von 38 cm. Das gestaltet ihr natürlich auch selber. Ihr könntet das auch noch kürzer machen wie ein Mini-Kleidchen. Also dies wird ungefähr bis zum Knie, würde ich jetzt mal schätzen, gehen. Ihr könntet das auch als langes Kleid noch ein bisschen länger machen. Ja, da könnt ihr dann mit der Länge natürlich variieren. Die Wolle, die zeige ich euch gleich, aber ihr könnt natürlich auch jede andere Wolle hierfür nutzen. Wichtig wäre, dass sie für eine Dreiernadel geeignet ist. Ja, alles andere erkläre ich gleich im Video. Also es ist hier oben wirklich ganz einfach und auch dieses Muster zeige ich euch Schritt für Schritt. Ihr solltet schon ein bisschen häkeln können, natürlich Stäbchen, feste Maschen und so weiter, aber ansonsten ist es wirklich nicht schwer. Ach so, und von hinten mal eben das Kleidchen zeigen. Es wird geknöpft im hinteren Bereich fürs leichtere An- und Ausziehen. Ich habe mich hier für 2 Knöpfe entschieden und diese Lasche habe ich dann hier ein ganz klein wenig noch angenäht, damit das nicht immer auf und zu geht. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal mit unserem wunderschönen Kleidchen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Häkeln und wir legen los. Für unser Kleidchen benutze ich hier die Wolle von Hobbii und zwar die 4-fädrige Rainbow Deluxe. Sie ist wirklich super weich. Das ist eine türkische Baumwolle, also sie besteht zu 100% aus Baumwolle. Wir haben hier eine Lauflänge auf 50 Gramm von 170 Metern. Wir häkeln mit einer Häkelnadel in der Stärke Nummer 3. Man kann die Wolle in der Waschmaschine waschen. Das ist hier die Farbe. So, wir starten dann mit einer Luftmaschenkette. Ich habe mir hier schon meine Schlaufe gemacht und zwar benötigen wir 57 Luftmaschen. 1, 2, 3 und bei Nummer 57 treffen wir uns. Wenn wir dann unsere 57 Luftmaschen gehäkelt haben, dann häkeln wir eine weitere, eine Wendeluftmasche. Wir überspringen diese Wendeluftmasche, gehen in die darauffolgende und häkeln jetzt erstmal eine Reihe mit festen Maschen. Masche für Masche, eine feste Masche. Passt auf, dass ihr hier nichts überspringt. Wir sollten dann am Ende der Reihe ebenfalls 57 feste Maschen haben. So, und dann treffen wir uns gleich am Ende der Reihe wieder. So, wir haben unsere 57 feste Maschen gehäkelt. Wir wenden unsere Arbeit. Es geht jetzt weiter mit Stäbchen und wir werden jetzt schon unsere Raglan-Schräge arbeiten. Das heißt also, man kann hier entweder direkt mit 3 Luftmaschen hochgehen, das machen auch viele. Oder ich häkle mein Randstäbchen immer so, ich häkle erstmal eine feste Masche und dann 2 Luftmaschen. Das ist mein erstes Stäbchen, das Randstäbchen. Wir benötigen jetzt 9 Stäbchen. Wir häkeln jetzt Masche für Masche ein Stäbchen. Das ist Nummer 2, Nummer 3 und bei Nummer 9 treffen wir uns. So, wir haben jetzt hier unsere 9 Stäbchen. 2, 4, 6, 8, 9. Jetzt häkeln wir hier unsere Zugnahmestelle für die Raglan-Schräge. Und zwar, wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen. 1, 2. und häkeln ein weiteres Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Das ist auch der Grund, warum die Addition, die würde 61 ergeben. Wir haben aber nur mit 57 Luftmaschen angefangen, denn ich werde ganz oft danach gefragt, die Rechnung kommt doch nicht hin. Das ist der Grund. Wir doppeln hier einmal, daher muss die Luftmaschenkette 4 Maschen weniger haben als die Addition der Maschen, die wir hier häkeln. So, wir haben hier unsere erste Raglandschräge, das ist das Rückenteil. Hier hinten wird dann geknopft, da kommt dann noch eine Knopfleiste dran. Jetzt kommt ein Ärmchen, dafür benötigen wir 11 Stäbchen. Das erste haben wir, das wird schon mitgezählt, dann kommt Nummer 2 und so weiter. Und bei Nummer 11 treffen wir uns. So, ich habe jetzt hier meine 11 Stäbchen, also ab hier, ab dem ersten, 2, 4, 6, 8, 10, 11. Und auch hier machen wir jetzt wieder dasselbe, wir häkeln 1, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. Das ist dann wieder unser Stäbchen Nummer 1 für unser Rückenteil und hier benötigen wir jetzt 21 Stäbchen. 1 haben wir, das wäre dann Nummer 2 und bei Nummer 21 treffen wir uns wieder. Wir haben hier unsere 21 Stäbchen für den Rücken und auch hier häkeln wir dann 2 Luftmaschen und ein weiteres Stäbchen in dieselbe Einstichstelle. So, jetzt kommt das zweite Ärmchen und da benötigen wir ebenfalls 11 Stäbchen. 1 haben wir, 2 und so weiter und bei Nummer 11 treffen wir uns. So, nach unseren 11 Stäbchen für unser zweites Ärmchen, auch hier häkeln wir wieder 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in dieselbe Einstichstelle und dann sollten genau wie am Anfang hier am Ende jetzt 9 Stäbchen übrig bleiben. Wie gesagt, das letzte verbirgt sich hier ganz hinten in der Ecke, achtet darauf und dann treffen wir uns gleich am Ende wieder. So, wir haben unsere Reihe beendet mit unseren 9 Stäbchen. Wir wenden dann unsere Arbeit und jetzt geht es mit dem Lochmuster weiter. Ich werde hier immer 2 Randstäbchen arbeiten, also ich starte erstmal wieder wie folgt, meine feste Masche. Ihr vielleicht geht direkt mit 3 Luftmaschen hoch, ich weiß es nicht. So, ja, dann ein zweites Randstäbchen. Also es gibt hier am Rand ganz viele Möglichkeiten. Manche machen auch eine Kettmasche und gehen dann mit 2 Luftmaschen hoch. Manche gehen direkt mit 3, wie gesagt, hoch, manche auch nur mit 2 Luftmaschen. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten. Sucht für euch hier die beste aus. So, wir haben hier unsere 2 Randstäbchen und dann geht unser Muster los. Wir häkeln immer eine Luftmasche, wir überspringen eine Masche und gehen in die darauffolgende. Wir häkeln eine Luftmasche, überspringen eine und häkeln in die darauffolgende. Eine Luftmasche, wir überspringen eine, gehen in die darauffolgende und ich habe euch das für alle Größen schon so ausgerechnet, dass ihr hier immer eine freie Masche haben werdet, bevor wir dann hier rein häkeln. Denn wenn wir hier vor der Zunahmestelle sind, habt ihr immer noch dieses Stäbchen, was frei bleibt. Also auch hier nicht vergessen die Luftmasche und wir gehen jetzt direkt hier rein. So, hier häkeln wir ab jetzt, wenn wir dieses Muster häkeln, immer 2 Stäbchen, das ist damit wir auch hinterher mit dem Muster wieder hinkommen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. 1 und 2. So, und wir häkeln auch genauso wieder hier raus. Das heißt, wir häkeln wieder eine Luftmasche, wir überspringen eine und gehen in die darauffolgende. Eine Luftmasche, wir überspringen eine und gehen in die darauffolgende. Und so häkeln wir weiter und treffen uns hier an dieser Zunahmestelle wieder. An der nächsten Zunahmestelle sollte das wieder genauso hinkommen. Ihr habt hier noch eine Masche frei, ihr habt die Luftmasche gehäkelt. Wir gehen in die Lücke, häkeln unsere 2 Stäbchen, 1 und 2, 2 Luftmaschen, ups. Na, so jetzt aber 2 Luftmaschen und wieder 2 Stäbchen. 1 und 2. Und genauso häkeln wir dann auch wieder hier raus. Das heißt, wir häkeln eine Luftmasche. Das dürft ihr nicht vergessen. Auch hier die Luftmasche und diese. Denn wir überspringen auch hier wieder eine Masche, gehen in die darauffolgende. Und das kennt ihr jetzt schon immer. Eine Luftmasche, eine überspringen, ein Stäbchen und treffen uns bei der nächsten Zunahmestelle wieder. So, und auch bei dieser Stelle kommt das wieder so hin. Wir haben hier noch eine freie Masche. Ihr denkt wieder an die Luftmasche. Wir gehen in unsere Zunahmestelle und häkeln unsere zwei Stäbchen, 1 und 2. 2 Luftmaschen, 1 und 2 und 2 Stäbchen. 1 und 2. Dann die Luftmasche wieder. Wir überspringen wieder eine Masche, gehen in die nächste und häkeln unser Stäbchen und wieder eine Luftmasche. Wir überspringen eine, gehen in die nächste. So, ich denke, das ist jetzt klar. Ihr könnt die nächste Zunahmestelle alleine machen. Ihr werdet hier enden. Die ist dann wieder frei, dann geht die hier rein, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Nicht vergessen die Luftmasche, auch wenn man hier raushäkelt, die nächste freilassen und wieder dann hier ein Stäbchen, eine Luftmasche, eine freilassen, ein Stäbchen. Dann treffen wir uns ganz am Ende hier wieder. So, und am Ende der Runde sollte das genauso wie am Anfang hinkommen. Das heißt, wenn wir hier wieder eine Masche überspringen, haben wir hier die vorletzte, auch wenn es wie die letzte aussieht, denn das hier ist die letzte, die Luftmaschenkette. Die dürfen wir nie vergessen. So, hier unser Stäbchen und wir haben ja 2 Randstäbchen, das heißt, wir gehen hier in die Luftmaschenkette rein und schließen auch so bündig ab. Das ist unser letztes Stäbchen. Wir beginnen mit 2 Randstäbchen und wir beenden die Runde mit 2 Randstäbchen. So, jetzt kommt die Runde nur mit Stäbchen. Wir starten hier, wir häkeln hier unser Randstäbchen. Dann in das Vorstäbchen, ein Stäbchen, jetzt kommt die Lücke, in die Lücke kommt immer ein Stäbchen und hier müsst ihr wirklich aufpassen, mir ist das natürlich auch schon passiert, wenn man ganz schnell häkelt, gerade beim Fernsehen gucken, dann hatte ich schon mal hier 2 Stäbchen aus Versehen reingehäkelt, dann würde das in der Folgerunde mit dem Lochmuster nicht mehr hinkommen, dann kommt ihr nicht hier so hin, dass hier dann eine frei bleibt, also passt auf, dass ihr hier wirklich nur ein Stäbchen reinhäkelt. Dann in das Vorstäbchen ein Stäbchen, in die Lücke ein Stäbchen. So macht ihr weiter und wir treffen uns hier wieder. So, ich bin hier an der Ecke angekommen und wir häkeln bis in die letzte Vormasche. Das heißt, wir haben hier in die Lücke ein Stäbchen gehäkelt, dann haben wir hier unsere Stäbchen, also 2 Stäbchen noch. Und dann gehen wir auch wieder in unsere Lücke. Häkeln 2 Stäbchen, genau wie vorher auch hier unten, 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Das ist hier immer dasselbe, solange wir das Lochmuster häkeln. 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Wir häkeln hier raus, wieder in unser Vorstäbchen ein Stäbchen, einmal und noch einmal. Dann haben wir schon wieder unsere Lücke, in die Lücke ein Stäbchen. In das Vorstäbchen ein Stäbchen, ups. Nochmal, jetzt bin ich hier hängen geblieben. So, und dann wieder in die Lücke ein Stäbchen. So, ich denke mal, das ist hier klar. Ihr häkelt genauso weiter, immer genau bis hierhin, bis in das letzte Vorstäbchen und in die Lücken kommen immer 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen. Ich denke, das könnt ihr jetzt alleine an allen Zunahmestellen und dann treffen wir uns zum Start hier hinten am Ende nochmal wieder. So, ich bin hier am Ende der Reihe angekommen. Ich werde jetzt noch einmal das Lochmuster arbeiten. Ihr könnt das auch so belassen oder ihr könnt die ganze Passe auch mit dem Lochmuster arbeiten. Das ist euch überlassen. Also ich starte das jetzt noch einmal. Das heißt, ich habe hier mein Randstäbchen. 1, 2, 3 und noch ein weiteres, also 2 Randstäbchen. Und dann fängt wieder unser Lochmuster an. Eine Luftmasche. Eine Masche übergehen und in die darauffolgende. Eine Luftmasche, eine Masche übergehen und in die darauffolgende. Und ich würde sagen, wir treffen uns noch einmal hier wieder. So, ich bin an der Zunahmestelle angekommen und wie gesagt, wenn wir so unsere Zunahmen arbeiten und aufpassen, dass wir uns hier nicht vertun, kommen wir auch immer wieder so hier hin, dass hier am Ende immer eine Masche frei ist. Und auch hier wieder unsere Luftmasche, unsere 2 Stäbchen, 1 und 2. 2 Luftmaschen und 2 Stäbchen. Dann mit einer Luftmasche hier wieder raus und wieder eine überspringen und so weiter. Ich denke mal, das Verfahren ist jetzt klar. Ihr häkelt jetzt so weiter, auch bei den nächsten Zunahmestellen. Und danach treffen wir uns noch einmal hier am Ende wieder. So, am Ende der Runde kommt das dann wieder so hin, dass wir hier unsere beiden Randstäbchen haben. Wir wenden unsere Arbeit, wir starten wieder. Jetzt werden wieder nur noch Stäbchen gearbeitet und ich werde ab jetzt nur noch Stäbchen arbeiten. So, das heißt, in dieser Runde, das kennt ihr schon, jetzt erstmal in jede Lücke wieder ein Stäbchen, in das Vorstäbchen ein Stäbchen und so weiter. Und wir treffen uns einmal noch hier an der Zunahmestelle wieder. So, da ich jetzt hier dieses Muster nicht mehr fortführen werde und ich nicht möchte, dass das Kleidchen zu weit wächst, werde ich ab jetzt an den Zunahmestellen nur noch mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen hier weitermachen. So, wenn ihr das Muster weitermachen möchtet, dann müsstet ihr hier weiterhin 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen häkeln, damit ihr immer wieder mit der Maschenzahl hier hinkommt. Also ich werde ab jetzt immer mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen, einem Stäbchen und dann hier ganz normal weiter häkeln, in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen und in jede Lücke ein Stäbchen. So. Es kann natürlich sein, dass ihr jetzt vielleicht ein Kind habt, das, ich sag mal, breiter gewachsen ist, dann könntet ihr auch so weitermachen. Die Zunahmestellen kann man gestalten, wie man möchte. Ich habe das auch schon mal so gemacht bei Jäckchen, dass ich in einer Runde mit 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, 2 Stäbchen und in der Folgerunde mit einem Stäbchen, 2 Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und dann immer im Wechsel. Das kann man auch machen. Wenn man möchte, dass das schneller wächst, wie gesagt, dann macht man das mit den doppelten Stäbchen weiter. Wenn man hingegen ein sehr schmales Kind hat, dann kann man auch, außer jetzt natürlich innerhalb des Musters, dann kann man immer nur mit einem Stäbchen, vielleicht sogar auch nur mit einer Luftmasche und einem Stäbchen, wenn das Kind extrem schmal ist. Also hier könnte man noch so an der Breite variieren. Also bei mir, ich werde jetzt ab jetzt erst so diese Variante wählen, dass ich nur noch mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen weiter häkel. So, ihr wisst jetzt, wie man hier weiter häkelt am Ende der Runde. Ich würde sagen, einmal treffen wir uns noch und wenden dann gemeinsam, wo es dann nur noch mit den Stäbchen weitergeht. Genau, also wir treffen uns hier am Ende nochmal wieder. So, ich bin hier am Ende angekommen und wie gesagt, ab jetzt häkel ich nur noch Stäbchen. Das heißt, wir wenden hier unsere Arbeit. Ich starte hier mit meinem Randstäbchen und jetzt häkeln wir Masche für Masche ein Stäbchen. So, und wenn ich dann hier bei der Zunahmestelle ankomme, da häkel ich dann auch wieder bis in die allerletzte Masche hinein und in die Zunahmestelle arbeite ich jetzt nur noch ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen und dann weiter hier raus und so weiter. Den Rest kennt ihr schon. So und so arbeiten wir jetzt unsere Passe weiter. Also wenn ihr das genauso macht, nur mit diesen 2 Reihen, jetzt nur noch mit Stäbchen, bis wir die Höhe der Raglan-Schräge für unsere Größe erreicht haben. Für andere Größen guckt ihr dann in die Infobox, wie hoch ihr häkeln müsst. Und dann hinterher starten wir, also wir werden dann einmal hier hinten das verbinden und dann werden wir die Ärmchen vom Körper trennen und erstmal nur noch am Körper weiter häkeln. Jetzt aber erstmal viel Spaß beim Weiterhäkeln und bis nachher. So, wenn wir jetzt für unsere Größe, die wir häkeln, hier die Höhe der Raglan-Schräge erreicht haben, das ist in unserem Fall, habe ich jetzt hier von hier oben bis hier unten hin 12 cm. Das reicht auf jeden Fall für das Kleidchen. Ich sage euch auch nochmal eben wie viele Reihen ich hier gehäkelt habe. Ab hier, ab den Stäbchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Stück mit der letzten. So, für andere Größen, wenn ihr dann hier die Länge erreicht habt, dann macht ihr das genauso. Ich werde jetzt hier die Teile verbinden mit einer Kettmasche und werde gleich meinen Start und Ende der Runde hier auf die Seite verlegen, weil ich möchte, dass die Naht seitlich daherläuft und nicht hinten am Rücken entlang, denn ein bisschen sieht man das immer. So, erstmal verschließen wir jetzt hier die Runde. Wir häkeln hier mit einer Kettmasche durch. So, schließen unsere Arbeit. Ich schneide schon mal den Faden ab. Sicher die Arbeit. Damit haben wir hier die Runde geschlossen. Faden durchziehen und einfach die Arbeit sichern. Hier häkeln wir gleich einfach dran entlang. So. Das bedeutet, wir maschen jetzt hier seitlich neu an und sparen dabei unsere Ärmchen aus. Wir wenden hier unsere Arbeit. Ach so, wir müssen erstmal gucken, Entschuldigung. Wir hätten jetzt wieder zurückgehäkelt. Das heißt, wir arbeiten weiter in Hin- und Rückrunden. Also wir arbeiten jetzt nicht in Runden immer weiter, sondern das bedeutet, wir müssen jetzt auf der Innenseite neu anmaschen. Genau, das heißt, ich gehe hier von innen an diese Raglanschräge, denn wir werden gleich dieses Ärmchen hier dann aussparen. Ich werde jetzt hier starten. So, eben eine Schlaufe hier vorbereiten. Das müsst ihr natürlich bei anderen Größen eben gucken, wo ihr jetzt weiter häkeln müsst. So sehen die Einstichstellen aus. Das ist die Außenseite, da haben wir eben dran entlang gehäkelt, da nicht, sondern so sehen die Einstichstellen aus. So müsst ihr dann weiter häkeln in Hin- und Rückrunden. So, Schlaufe ist hier vorbereitet. Ich gehe, wie gesagt, hier in die Raglanschräge rein, dann habe ich die Naht seitlich verlaufend. So, und wir starten dann hier mit 1, 2, 3 Luftmaschen und wir häkeln jetzt hier dran entlang, Masche für Masche wieder ein Stäbchen. So, und zwar häkeln wir jetzt bis zu der nächsten Raglanschräge, bis hierhin, und hier treffen wir uns, da werden wir dann unser Ärmchen hier aussparen. So, ich bin jetzt hier bei der anderen Raglanschräge angekommen, das heißt, wir haben hier an unserem Vorderteil entlang gehäkelt. Im Übrigen ist auch egal, was Vorderseite und was Außenseite, was Innenseite ist, sucht euch für euch die schönere Seite aus. Was ich nur immer ganz gerne gucke, auf der Seite hier, wo die Stäbchen hier gehäkelt wurden, da trägt das nicht ganz so dick auf wie auf der anderen Seite. Hier tragen dann die Stäbchen immer so ein bisschen dicker auf. Ich nehme immer diese flachere Seite ganz gerne als Außenseite, aber das ist im Grunde genommen egal, was ihr als Außen oder Innen nehmt. Schaut da, was euch hinterher am besten gefällt. So, deswegen wende ich jetzt auch mein Kleidchen so, dass ich hier außen hier dran entlang weiter häkeln kann. Wenn wir dann hier an unserem Vorderteil entlang gehäkelt haben, bis vor unserer Raglanschräge, dann gehen wir auch hier mit einem Stäbchen in die Lücke rein. Wir gehen am Ärmchen dran entlang. So, und dann können wir jetzt hier direkt verbinden mit einem Stäbchen. Ich zeige euch mal, oft sage ich ja, wenn ihr das in ganz groß häkelt, dann könnt ihr besser mit einer Luftmaschenkette hier dran entlang noch häkeln und dann würdet ihr erst hier rüber gehen. Dann hat man hier noch ein bisschen mehr Spielraum unterm Arm. So, aber wir können jetzt direkt rüber gehen bei dieser Größe. Wir müssen hier keine Luftmaschenkette häkeln, aber das kann man dann auch noch machen für größere Größen. So, wir gehen hier direkt rüber und häkeln hier auch hier ein Stäbchen hinein. So, das ist unser Ärmel. Dann häkeln wir auch hier weiter, Masche für Masche, ein Stäbchen. So, ihr häkelt hier weiter, hier häkelt ihr auch einfach in jedes Vorstäbchen hier an der Stelle hier, wo die Naht entsteht, am Rücken, einfach hier dran in jedes Vorstäbchen ein Stäbchen und wir treffen uns hier hinten wieder und dann machen wir die Verbindung zu dem Vorderteil. Dann sparen wir auch dieses Ärmchen aus. Das heißt, wir treffen uns gleich hier wieder. So, wenn wir dann hier bei unserer Raglanschräge angekommen sind, häkeln wir auch hier in die Lücke ein Stäbchen. Wir überspringen unser Ärmchen, wir gehen hier dran entlang und dann sind wir am Start. Das heißt, wir verbinden jetzt die beiden Stellen. Wir gehen hier in die Luftmaschenkette hier oben rein und verschließen die Runde mit einer Kettmasche. Hier ist unser Rundenstart und unser Rundenende. Genauso wollte ich das haben, und zwar seitlich. So beenden und starten wir eine jede Runde. Und jetzt starten wir die neue Runde mit 1, 2, 3 Luftmaschen. Das machen wir immer so. Wir wenden unsere Arbeit, denn wir arbeiten in Hin- und Rückrunden, damit das Muster so weiter gehäkelt wird. Und jetzt, wir sehen genau, hier kommen wir raus. Hier ist das Vorstäbchen, da ist dann das nächste. Da häkeln wir dann wieder ein Stäbchen. Wir häkeln jetzt nur noch Stäbchen. So, wer auch gerne ein bisschen Weite in sein Kleidchen haben möchte, der häkelt jetzt die Zunahmen mit. Wenn ihr das gerade runter haben möchtet, dann häkelt ihr einfach nur noch Stäbchen hier dran entlang. Wichtig ist es, dass wir nach dieser Runde eine Teilbarkeit durch 12 haben. Das können wir nämlich jetzt schon mal anpassen. Ihr häkelt dann die Zunahmen, die wir jetzt häkeln. Ihr könnt gleich mal eben abzählen, wie viel, oder zum Schluss kann man das auch vielleicht machen, wie viel Stäbchen euch dann noch fehlen, dann kann man das hier während des Häkelns auf jeden Fall anpassen. Wichtig ist hier am Ende eine Teilbarkeit durch 12 für unser Muster, was hinterher unten entsteht. So, ich werde jetzt immer Folgendes machen. Ich häkel 2 Stäbchen und das dritte doppel ich. Das heißt, ich gehe einfach zweimal in dieselbe Einstichstelle. Jetzt häkle ich wieder 2 Stäbchen, 1 und 2. Und das dritte, das doppel ich. So bekommen wir hier ein bisschen Schwung hinein in unser Kleidchen und wieder 1 und 2. Und das dritte, das doppel ich. 2 Stäbchen in eine Einstichstelle. Moment. So, und wie gesagt, ich werde gleich schon mal irgendwann abzählen, dass ich das so ungefähr einschätzen kann, dass ich dann hier am Ende meine Teilbarkeit durch 12 erreiche. Vielleicht überspringe ich dann auch mal 3 Maschen, 3 Stäbchen, damit ich dann hier hinten mit der Maschenzahl hinkomme. So, und dann, ihr wisst jetzt, wie man jede Runde verschließt, wie man jede Runde neu startet. Wir verschließen hier in der Luftmaschenkette mit einer Kettmasche. Wir starten dann immer mit 3 Luftmaschen, gehen wieder hoch, wenden wieder die Arbeit, da wir in Hin- und Rückrunden arbeiten. Und dann, wenn wir hier einmal die Teilbarkeit durch 12 haben, können wir einfach Runde für Runde, Hin- und Rückrunde, bis wir eine gewisse Länge erreicht haben, weiter häkeln. Ich melde mich dann bei euch, denn wir werden unser Muster doppelte, denke ich mal. Also im Moment hatte ich geplant, dass ich das zweimal hintereinander häkle. Ich gucke gleich mal. Ich sage euch dann, wie weit wir häkeln. Jetzt häkeln wir erstmal so weiter. Viel Spaß beim Weiterhäkeln und ich melde mich bei euch. So, ich blende mich mal eben kurz nochmal ein, damit ihr das selber nicht so oft hier ausprobieren müsst. Ich habe die Runde einmal gehäkelt, dann nochmal geöffnet. Es ist jetzt doch so, dass ich hier ab und zu 2 Maschen zwischen den Doppelungen dazwischen habe und dann auch mal wieder 3. So, dann hatte ich hier zum Beispiel 3, das müsst ihr ausprobieren. Dann wieder 2, also versucht das mal lieber im Wechsel mit 3 und 2 und dann könnt ihr das am Ende hinterher ganz gut anpassen. Dann kam ich nämlich jetzt auf 120 Stäbchen, das ist ja 12 mal 10, ganz einfach. Also für diese Größe habe ich jetzt dann 120 Stäbchen hier. Für andere Größen, wie gesagt, da müsst ihr das durchprobieren, dass ihr es auch einigermaßen verteilen könnt. Ihr könntet natürlich auch noch mehr Zunahmen hier reinarbeiten, damit das noch mehr Schwung bekommt. Dann würdet ihr noch mehr zunehmen und kämt dann noch zum Beispiel auf 12 Maschen mehr. Dann hättet ihr 136. Das geht dann natürlich genauso. Entschuldigung, nicht 136, 120 plus 12 sind 132. Genau, ihr könntet natürlich auch mit 132 Stäbchen arbeiten. Auf jeden Fall habe ich jetzt hier 120. Wenn ihr das genauso machen wollt, dann müsst ihr, wie gesagt, immer mal wechseln zwischen 2 Stäbchen, dann die Doppelung und dann 3 Stäbchen und dann doppeln. Okay, das wollte ich nur noch mal eben sagen, damit ihr hier nicht so lange das ausprobiert. So, ich habe jetzt bei unserem Kleidchen eine Länge erreicht, so dass gleich hier das Muster unten dran gehäkelt wird. Und zwar habe ich jetzt hier von der Schulter hier ganz oben gemessen bis hier unten hin 31 cm. Und wenn wir das Muster doppelt häkeln, dann kommen wir hinterher auf eine Länge plus 8 bis 9 cm, dann hätten wir unsere Länge erreicht, 40 cm. Ich sag mal, wir werden wahrscheinlich zwischen 39 und 40 cm dann erreichen. Für andere Größen, wenn ihr das unten den Rand genauso nachhäkeln möchtet, dann müsst ihr diese Schritte 8 bis 9 cm kurz vor Ende machen. So, und dann habe ich jetzt zuletzt, ach so, da fällt mir noch gerade ein, ich sage euch auch mal eben die Runden, da fragen auch immer viele nach, ab hier, ab dem Armausschnitt, hier, wo wir dann neu angemascht haben, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 Runden gehäkelt. So, dann haben wir zuletzt hier auf der Innenseite gehäkelt. Wir haben mit einer Kettmasche unsere Arbeit verschlossen. Wir werden gleich wieder nach außen drehen und dann bleiben wir bei dem Muster auf der Außenseite. Wir häkeln 1, 2, 3 Luftmaschen. Wer auf der Außenseite ist, bleibt schon direkt auf der Außenseite. Wir wenden, denn jetzt wird nur noch hier außen herum gehäkelt. Und wir häkeln jetzt hier, wo wir rauskommen. Hier 4 weitere Stäbchen, sodass wir 5 Stäbchen in einer Einstichstelle haben. Die ersten 3 Luftmaschen sind das erste Stäbchen, Nummer 2, dann Nummer 3, Nummer 4 und Nummer 5. So, jetzt geht unser Muster los. Und zwar, wir häkeln 2 Luftmaschen, 1 und 2. Wir überspringen 3 Maschen. So, hier haben wir angefangen, also 1, 2, 3. Wir gehen in die 4. und häkeln eine feste Masche. Jetzt häkeln wir 5 Luftmaschen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir überspringen wieder 3 Maschen. Hier haben wir zuletzt gehäkelt. 1, 2, 3, gehen in die 4. und häkeln wieder eine feste Masche. Jetzt kommt gleich wieder so ein Fächermuster. Das heißt, jetzt häkeln wir 2 Luftmaschen, 1 und 2. Wir überspringen wieder 1, 2, 3, gehen in die 4. Masche und häkeln 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, und 5. So, und diese Schritte von hier bis hier wiederholen sich jetzt die ganze Zeit. Wir machen das jetzt noch einmal zusammen. So, hier vorne, es ist jetzt so, als ob wir unseren ersten Fächer hier gehäkelt hätten. Das heißt, wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen, 1, 2, genau wie hier zu Beginn. Wir überspringen 3 Maschen, 1, 2, 3, gehen in die 4. Das ist auch immer gleich. Häkeln eine feste Masche. Danach kommen 5 Luftmaschen. Das ist diese Kette hier. 1, 2, 3, 4, 5. Wir überspringen wieder 3 Maschen. 1, 2, 3, gehen in die 4. Also da müsst ihr drauf aufpassen, dass ihr das hier immer richtig überspringt, damit ihr am Ende auch richtig hinkommt mit den Maschen. So, dann gibt es wieder 2 Luftmaschen. 1, 2. Das ist dasselbe wie hier nach der Kette. 2 Luftmaschen und dann kommt wieder unser Fächermuster. Wir überspringen wieder 1, 2, 3, gehen in die 4. und häkeln wieder unser Fächermuster. 1, 2, 3, 4 und 5. So, und diese Schritte wiederholt ihr immer wieder. Von hier bis hier ist das immer dasselbe und dann treffen wir uns gleich hier am Ende wieder. So, wenn wir dann fast am Ende angekommen sind, dann sollte das so enden, dass wir hier unseren Fächer hatten, die 2 Luftmaschen, die 5 Luftmaschen und dann sollten hier ist die feste Masche, 1, 2, 3 wieder übrig bleiben, so wie wir immer 3 überspringen, in die 4. gehen und daher brauchten wir unsere Teilbarkeit durch 12, denn von einem Muster 1, 2, 3, 4 und so weiter bis zum nächsten sind das 12 Maschen. So, und dann verschließen wir hier am Ende auch, genauso mit 2 Luftmaschen. Wir springen zu diesem Fächer hier rüber, wir gehen hier in unsere Luftmaschenkette, hier oben in die 3, verschließen mit einer Kettmasche. So, und hier geht es dann direkt weiter. Das erste Stäbchen, sage ich mal, hier kommen wir raus, ebenfalls mit einem Stäbchen. Also zu Beginn mit 3 Luftmaschen. 1, 2, 3. Wir häkeln eine weitere Luftmasche, eine vierte, denn die Stäbchen werden jetzt von einer Luftmasche voneinander getrennt. So, wir gehen jetzt in das nächste Stäbchen hier hinein. Hier war unsere Luftmaschenkette, hier ist das nächste Stäbchen. Und wir häkeln ein Stäbchen, dann eine Luftmasche, denn wir trennen jetzt die Stäbchen mit einer Luftmasche voneinander. Dann gehen wir in die Masche des nächsten Stäbchens, häkeln ein Stäbchen, dann eine Luftmasche, in das nächste Stäbchen, eine Luftmasche, in das nächste Stäbchen. Und ihr könnt ja zur Sicherheit dann nochmal eben durchzählen. Hier drüber müsst ihr ebenfalls 5 Stäbchen haben. 1, 2, 3, 4, 5. Dann haben wir alles richtig gemacht. So, wir häkeln jetzt 2 Luftmaschen. 1, 2. Und wir gehen hier in diese Luftmaschenkette, die wir mit 5 Luftmaschen hatten, einfach hier drunter und häkeln eine feste Masche. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und springen rüber zum nächsten Fächer. Dort gehen wir dann in das erste Stäbchen, häkeln ein Stäbchen. Wir häkeln wieder eine Luftmasche, denn wir trennen die Stäbchen immer mit einer Luftmasche jetzt voneinander. Gehen dann in das nächste Stäbchen, häkeln ein Stäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen in das Vorstäbchen, eine Luftmasche, ein Stäbchen, eine Luftmasche und ein Stäbchen. Und zählt ruhig immer nach, wie gesagt. Vertut euch nicht mit der Luftmaschenkette hier drunter. Hier fangen erst unsere Stäbchen an. 1, 2, 3, 4, 5. Richtig. Das heißt auch hier dann wieder 2 Luftmaschen. Wir gehen in diesen Bogen der Luftmaschenkette oder da drumherum, häkeln eine feste Masche und dann wieder 2 Luftmaschen. Diese Schritte wiederholen sich immer wieder. Wir machen das noch einmal gemeinsam. So, dann 2 Luftmaschen, nachdem wir in dem Bogen hier waren. Wir gehen wieder rüber zu unseren Stäbchen, zu unserem Fächer. Wir häkeln wieder ein Stäbchen und eine Luftmasche. Ein Stäbchen und eine Luftmasche. Ein Stäbchen und eine Luftmasche. Ein Stäbchen und eine Luftmasche und ein Stäbchen. Wir haben somit wieder unsere 5 Stäbchen. 1, 2, 3, 4, 5. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen. 1, 2. Wir gehen wieder um den Luftmaschenbogen hier drumherum. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen und springen zu der nächsten Fächergruppe rüber. So, die Schritte, die wiederholt ihr immer wieder bis zum runden Ende und hier am Ende treffen wir uns. So, wir beenden dann hier unsere Runde, indem wir hier unsere feste Masche gehäkelt haben in dem Bogen. Auch wieder 2 Luftmaschen, eine hatte ich schon, das ist die zweite. Und wir verschließen unsere Runde, indem wir hier in unsere Luftmaschenkette in die dritte gehen und die Arbeit mit einer Kettmasche verschließen. So, und jetzt starten wir wieder mit einem Stäbchen und diesmal trennen wir unsere Stäbchen mit 2 Luftmaschen voneinander. Das heißt, wir starten mit 1, 2, 3, dann 2 Luftmaschen und jetzt gehen wir hier rüber, das heißt, wir gehen in das nächste Stäbchen hier hinein und häkeln ein Stäbchen. So, so müsst ihr euch das vorstellen, hinterher wird das ja hier verschlossen. So, und dann kommen jetzt 2 Luftmaschen, wie gesagt. Wir gehen in das nächste Vorstäbchen, hier in die Masche. Und häkeln ein Stäbchen, dann wieder 1, 2, wir gehen in das nächste Vorstäbchen und häkeln wieder unser Stäbchen. Na, nochmal. So, 2 Luftmaschen hatte ich. Und häkeln unser Stäbchen. So, dann wieder 2 Luftmaschen, 1, 2 und häkeln in das letzte Vorstäbchen wieder ein Stäbchen. So, und ihr könnt nachzählen. 1, 2, 3, 4, 5. So, und jetzt brauchen wir keine Luftmaschenkette mehr hier zwischen. Aber ich glaube, ich habe mich hier vertan. Ich glaube, ich habe hier aus Versehen 3 Luftmaschen eben gehäkelt. Ich mache das lieber nochmal auf. Der Abstand hier sieht mir irgendwie so groß aus. Lieber nochmal eben schnell nacharbeiten. So, 1 und 2. Das sah mir gerade irgendwie so groß aus. Hier zwischen dann ein Stäbchen. Nochmal 1, 2. Und in das letzte Vorstäbchen. Hier müsst ihr ein bisschen aufpassen in dieser Reihe, dass ihr euch wirklich nicht hier mit diesen quer, mit den Luftmaschenketten vertut, sondern dass ihr am besten hier bei dem Fächer mal eben nachzählt. Hier 1, 2, 3, 4 und 5. So, und hier verbinden wir jetzt direkt drüber. Das heißt, wir springen direkt zum nächsten Fächer hier rüber. Hier ist das erste Stäbchen. Ihr könnt auch nach unten zur Sicherheit gucken, dann hier hoch. So, hier ist das erste Stäbchen und hier gehen wir direkt drüber mit einem Stäbchen. Verbinden direkt dann wieder 2 Luftmaschen, also immer ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen. Das ist jetzt ganz einfach in dieser Runde. Ihr müsst nur aufpassen, wie gesagt, dass ihr wirklich in das Vorstäbchen geht und nicht aus Versehen hier in diese Luftmaschenkette. Ja, und so häkeln wir weiter. Ein Stäbchen, 2 Luftmaschen, ein Stäbchen, und wenn ihr dann ein Muster, diese 5 Stäbchen zu Ende gehäkelt habt, geht ihr direkt rüber zum nächsten Fächer. Das machen wir bis zum Rundenende und hier am Ende treffen wir uns. So, am Ende der Runde angekommen, verschließen wir auch hier, indem wir dann, also wir haben hier unsere Fächergruppe mit den 5 Stäbchen gehäkelt und wir gehen hier rüber, 1, 2, 3, wir gehen hier in die dritte Luftmasche unserer Kette, also in das erste Stäbchen verschließen, verschließen mit einer Kettmasche und das Muster ist beendet. Jetzt geht es erstmal eine Runde mit Stäbchen weiter. Das heißt, wir häkeln hier, wo wir rauskommen, das ist das erste Stäbchen. Hier häkeln wir ein Stäbchen direkt. 1, 2, 3. Das ist unser erstes Stäbchen. So, in die erste Lücke häkeln wir ein Stäbchen. Dann gehen wir in das Vorstäbchen, häkeln ein Stäbchen. So, in die nächste Lücke häkeln wir 2 Stäbchen. 1 und 2. Dann in das Vorstäbchen wieder ein Stäbchen. In die nächste Lücke 2 Stäbchen, 1 und 2, dann wieder in das Vorstäbchen, also in die Vorstäbchen wird immer ein Stäbchen gehäkelt. Und dann kommt die letzte Lücke, jetzt müsst ihr wirklich aufpassen, euch hier nicht verwechseln mit der Luftmaschenkette hier ist die letzte Lücke, hier kommt wieder nur ein Stäbchen rein. So, und dann haben wir hier das Vorstäbchen, das allerletzte von den 5. Da kommt wieder ein Stäbchen rein. So, das ist immer dasselbe. Das heißt, wir fangen immer hier an mit einem Stäbchen, beziehungsweise gleich, das zeige ich euch eben noch, hier in diese Lücke kommt auch noch ein Stäbchen. Also in das Vorstäbchen ein Stäbchen. An den beiden äußeren Lücken, wir haben hier 1, 2, 3, 4 Lücken. Wir haben ja unsere 1, 2, 3, 4, 5 Stäbchen. Und die äußeren, diese beiden, da kommt immer nur ein Stäbchen rein. Und in diesen inneren kommen 2 Stäbchen rein. Und in jedes Vorstäbchen sowieso 1. Das heißt, hier ein Stäbchen, hier 1, dann 2, 1, 2. Denn das sind die mittleren hier. Dann 1, 1, 1. So, und dann zum Übergang. Wir machen das noch einmal zusammen. Hier zwischen, hier einfach drumherum auch ein Stäbchen häkeln. So, und dann starten wir wieder von vorne. Das ist das erste Fächermuster, das ist das erste Stäbchen, also hier ein Stäbchen hinein. Das ist die erste Lücke, ein Stäbchen nur hinein. Dann kommt das Vorstäbchen, ein Stäbchen. Dann haben wir gesagt, in die mittleren Lücken je 2 Stäbchen, also 1. Und 2, dann nicht vergessen, erst noch dieses Stäbchen hier zwischen und dann wieder 2, denn das sind die beiden mittleren Lücken, da kommen immer 2 Stäbchen hinein. Dann wieder in das Vorstäbchen, Jetzt kommt die letzte Lücke, dann nur ein Stäbchen, genau wie in der ersten Lücke, in das Vorstäbchen sowieso immer. So, und dann wären wir wieder hier am Ende und dann nicht vergessen, in diesen Zwischenraum kommt immer noch ein Stäbchen. So, das machen wir bis zum Rundenende, nicht vergessen. Zwischenraum ein Stäbchen, in jedes Vorstäbchen sowieso ein Stäbchen und in die äußeren Lücken nur eins und in die mittleren zwei. Und dann treffen wir uns hier am Ende wieder. So, wenn wir dann am Ende der Runde sind, dürfen wir nicht vergessen, wir haben hier in das Vorstäbchen gehäkelt und wir haben hier in dem Vorstäbchen angefangen, auch in diese Lücke ein Stäbchen zu häkeln. So. Und wenn ihr jetzt einmal durchzählt, dann müsst ihr die Anzahl an Stäbchen haben, die ihr gewählt habt hier für den Start, die teilbar durch 12 war. So, damit wir jetzt auch mit dem Muster wieder hinkommen. Ich habe jetzt Folgendes gemacht. Ich habe mir hier schon mal die Masche markiert, wo wir gleich wieder starten. Wir arbeiten uns hier vorne hin. Und zwar, das machen wir wie folgt. Diese hier zähle ich nicht mit, die war hier in der Mitte. Das hier war das erste Stäbchen. So, und mal eben kurz schauen. Das geht dann bis hierhin. Hier war das dann auch in der Mitte bis hierhin. Wenn wir uns zur Mitte durch oder vorarbeiten von beiden Seiten, eins nach links, eins nach rechts, das wären dann auf beiden Seiten 6. 6 ist genau die Mitte, also ihr könnt ab hier, ab diesem ersten Stäbchen 1, 2, 3, 4, 5, 6 zählen. Die Masche markiert ihr euch oder das Stäbchen, denn das ist gleich wieder unser Start und wir starten wieder genauso wie hier unten, damit wir mittig hier oben wieder starten. Genau wie hier mit den 5 Stäbchen, mit dem ersten Fächer. So, das heißt, so, wir verschließen dann somit unsere Runde 1, 2, 3 in unserer Luftmaschenkette, in der dritten Luftmasche mit einer Kettmasche. So, wir arbeiten uns dann jetzt erstmal hier zu unserer markierten Masche vor. Das heißt, wir gehen hier einfach mit Kettmaschen, Masche für Masche einen Schritt weiter. 1, 2, 3, ich bin schon hier einen Schritt weiter gegangen, hier vorne 4, jetzt sind das nur 5, so, so, wenn wir dann hier beim Markierer sind, ich bin schon in der Masche drin, dann starten jetzt die Schritte von hier unten bis hier oben alle wieder neu. Wir starten einmal kurz zusammen. Also wir starten mit unserem ersten Fächer. 1, 2, 3 Luftmaschen, das ist das erste Stäbchen. In dieselbe Masche 4 weitere Stäbchen, so dass wir wieder 5 Stäbchen haben. Hier ist der erste Fächer, den wir auch hier unten hatten. Wir häkeln wieder 2 Luftmaschen, wir überspringen wieder 3 Maschen, 1, 2, 3, gehen in die vierte, 1, 2, 3, genau, gehen in die vierte, häkeln eine feste Masche. Dann kommen die 5 Luftmaschen, 1, 2, 3, 4, 5, überspringen wieder 3, 1, 2, 3, gehen in die vierte und häkeln eine feste Masche. Wir häkeln 2 Luftmaschen, wir überspringen wieder 1, 2, 3, gehen in die vierte und jetzt kommt wieder unser Fächer bestehend aus 5 Stäbchen. 2, 3, 4 und 5. Ich denke mal, das kennt ihr jetzt schon von den Vorrunden. Ansonsten könnt ihr euch die Schritte von hier bis hier oben hin alle nochmal angucken. Das wiederholt sich jetzt die ganze Zeit. Wichtig ist, wie gesagt, dass ihr eure Startmaschenzahl teilbar durch 12 habt. Das ist Voraussetzung, damit wir hier hinten die Runde wieder genauso verschließen können, wie wir das hier unten gemacht haben. Und ansonsten, wie gesagt, wiederholen sich die Schritte. Ihr könntet das Muster jetzt natürlich auch 2-mal, 3-mal wiederholen, so wie ihr mögt. So häkelt ihr auf jeden Fall weiter. Ich melde mich gleich bei euch, wenn ich dieses zweite Muster hier beendet habe und dann geht es weiter. Viel Spaß jetzt beim Weiterhäkeln. So, ich habe jetzt bei unserem Kleidchen ein zweites Mal komplett das Muster gehäkelt und zwar dann auch noch mit den Stäbchen und gleich werde ich eine Runde hier mit festen Maschen dann abschließen. Ihr könntet das natürlich auch so lassen. Ich mache immer gerne wie so einen kleinen Rand nochmal mit festen Maschen darum, aber man könnte es auch jetzt so direkt lassen. So, das heißt, Vielleicht habt ihr auch mehr Muster noch gehäkelt und dann könntet ihr zum Schluss, wie gesagt, entweder das so belassen oder ansonsten häkelt ihr hier am Ende. Also ihr habt hier verschlossen mit einer Kettmasche und dann häkeln wir eine Wendeluftmasche. Wir gehen hier direkt wieder rein und häkeln jetzt Masche für Masche feste Maschen. Eine Masche nach der anderen. Und treffen uns dann gleich hier am Ende der Runde wieder. Wenn wir dann das Ende der Runde erreicht haben, dann verschließen wir hier, das hier war die Luftmasche, hier ist meine erste Masche, verschließen wir in der ersten Masche mit einer Kettmasche. Wir schneiden hier den Faden ab, sichern ihn, mal eben schnell meine Schere noch holen. So. Und sichern noch eben den Faden. Und dann geht es auch sofort weiter mit der Knopfleiste. So, unsere Knopfleiste, dafür legen wir so das Kleidchen vor uns hin. Wir starten hier außen zu häkeln, dann zurück innen und dann zum Schluss nochmal außen, gehen um den Kragen drumherum und gehen dann auf die andere Seite. Ich habe mir schon mal hier eine kleine Schlaufe vorbereitet. Ich gehe hier ganz unten hier in die Ecke hinein. Wir werden jetzt mit festen Maschen weiterarbeiten. Und wir haben diese Querstäbchen. In jedes Querstäbchen werden 2 feste Maschen gearbeitet. Das ist jetzt erstmal hier eine Wendeluftmasche und wir häkeln jetzt unsere erste feste Masche. Feste Masche Nummer 1 und wir suchen uns hier eine neue Lücke in dem Querstäbchen und Nummer 2. So, dann gehen wir in das nächste Querstäbchen, eine Masche und noch eine Masche. Ihr guckt einfach, dass ihr hier durchkommt. So, und das machen wir mit jedem Querstäbchen immer 2 feste Maschen. 1, 2, 1, 2 und treffen uns gleich hier oben wieder. So, wenn wir dann hier oben angekommen sind, wir häkeln bis in die allerletzte Masche hier oben. Hier oben hatten wir eine Reihe mit festen Maschen, da gehen wir nochmal rein. So, und jetzt in der Rückrunde werden wir unsere Knopflöcher schon arbeiten. Wir häkeln eine Wendeluftmasche, wir wenden unsere Arbeit und starten sofort in der ersten Masche mit unserer ersten festen Masche. So, dann häkeln wir noch eine feste Masche und jetzt kommt schon unser erstes Knopfloch. Und zwar, wir häkeln 2 Luftmaschen, 1 und 2. Dementsprechend überspringen wir hier unten auch 2 Maschen, gehen in die dritte und häkeln wieder eine feste Masche. Da ist unser Knopfloch. So, ich schaue mal eben. Ich denke, 2 Knöpfe reichen hier, dann kann man das hier unten auch noch so ein bisschen vernähen. Das heißt, wir häkeln jetzt, also das war die erste feste Masche, die zweite, dritte, vierte, fünfte, sechste, siebte und 8. 1 werde ich noch häkeln, eine feste Masche, also 8. Ihr könnt das natürlich auch so einteilen, wie ihr das möchtet. Vielleicht möchtet ihr auch 3 Knopflöcher, das könnt ihr natürlich genauso machen. Dann achtet nur darauf, dass der Abstand zwischen den Knopflöchern immer gleich ist. So, ich habe jetzt hier 8 feste Maschen, 2, 4, 6, 8. Dann häkle ich wieder 2 Luftmaschen. Ich überspringe wieder hier 2 Maschen, 1, 2, gehe in die dritte und häkle wieder eine feste Masche. So, wir häkeln dann bis ganz hier unten hin, bis in die letzte Masche, unsere festen Maschen, häkeln eine Wendeluftmasche, wir häkeln zurück und vor dem Knopfloch treffen wir uns wieder. So, wir häkeln dann hier bis in die allerletzte Masche vor unserem Knopfloch und da, wo unsere Luftmaschenkette ist, wir hatten 2 Luftmaschen, also häkeln wir hier einfach drumherum 2 feste Maschen. Hättet ihr 3 Luftmaschen, würdet ihr 3 feste Maschen häkeln. Und dann geht es weiter, Masche für Masche, eine feste Masche. Und dasselbe macht ihr gleich beim nächsten Knopfloch. Das heißt, ihr häkelt bis hier die letzte feste Masche und dann hier drumherum auch 2 feste Maschen. Dann bis hier oben hin und hier oben treffen wir uns. So, hier oben in der Ecke angekommen, häkeln wir hier 2 weitere feste Maschen hinein. Manchmal mache ich das auch mit einer. Wir machen jetzt mal 2, um hier weiter um die Kurve zu kommen, sage ich mal. Mal eben hier ein bisschen fester anziehen. Also 2 weitere feste Maschen und jetzt umhäkeln wir den Kragen. Wir gehen jetzt hier von Masche zu Masche. und häkeln um den Kragen drumherum. Von Masche zu Masche. Hier habe ich gerade zu tief eingestochen. Sehe ich gerade. Ich möchte lieber, also seht zu, wenn ihr einmal tief stecht, dann solltet ihr immer dort einstechen, damit der Kragen schön gleichmäßig bleibt. Ich werde hier direkt oberhalb einstechen, nur dass das dann wirklich immer gleich ist. Ihr könntet das auch hier machen, aber dann immer da. Und ich mache das jetzt immer hier an dieser Stelle. So, und wie gesagt, hier arbeiten wir uns auch dran entlang und treffen uns gleich am anderen Ende wieder. So, wir haben dann bis in die andere Ecke hineingehäkelt und hier häkeln wir dann auch zum Schluss nochmal 2 weitere feste Maschen, um auch hier um die Ecke zu häkeln. Und dann haben wir wieder dieselbe Situation wie vorher. Also hier habe ich erstmal wieder die Runde mit den festen Maschen und jetzt kommen wieder die Querstäbchen. Das heißt, in jedes Querstäbchen kommen 2 feste Maschen. Das kennt ihr schon von der anderen Seite. 1 und 2 und so häkelt ihr jetzt ebenfalls hier runter, unten die Wendeluftmasche, wenden wieder hoch, dann wieder runter, denn hier brauchen wir keine Knopflöcher einarbeiten und dann treffen wir uns gleich wieder. Wenn wir dann auch hier unsere 3 Runden gehäkelt haben, dann sichern wir hier unsere Arbeit, dann sind wir im Grunde genommen fast fertig. Jetzt vernähen wir nur noch alle Fäden, die wir haben. Ihr zieht da schön auf der Innenseite dran entlang. Was ich hier immer ganz gerne mache, das mache ich dann auch oft mit diesem Faden. Ihr könntet das auch mit einem dünneren machen. So, diese Lasche hier fällt nach innen. Hier müssen die Knöpfe angebracht werden. Hier haben wir unsere Knopflöcher. Das heißt, die Seite, wo die Knopflöcher sind. Da nehme ich mir dann hier den entsprechenden Faden und vernähe hier ein bisschen dran entlang, ein Stückchen hoch und hier an der Seite, damit diese Lasche nicht immer so aufklappt. Dann habt ihr das ein bisschen ordentlicher hier hinten am Rücken. Und wie gesagt, aber erstmal würde ich die Knöpfe anbringen, damit man hier genügend Platz hat, auch zum Greifen für die Knöpfe. Ja, alle Fäden vernähen und dann haben wir gleich unser wunderschönes Kleid fertig. Ich würde sagen, wir treffen uns dann ganz zum Schluss nochmal wieder. So, alle Fäden sind vernäht, unsere Knöpfchen hier hinten sind angebracht, dann sind wir fertig mit unserem wunderschönen Kleidchen. Ich empfehle euch hier hinten, wenn ihr eine kleine Größe gehäkelt habt, für ein Baby, das noch viel liegt, eher ganz flache Knöpfe zu nehmen, damit das hier auch nicht stört am Rücken. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vor allem hoffe ich, dass ihr Spaß beim Häkeln hattet. Wenn euch das Video gefallen hat, vergesst nicht, mir einen Daumen hoch zu geben. Ich freue mich über jeden, der mich neu abonniert. Und wenn ihr dann noch die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr in Zukunft keine weiteren Videos von mir. Dann sage ich nochmal ganz herzlichen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!